Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wirtschaft verstehen, einfach und klar erklärt. Heute haben wir wieder den Norman Agubi bei uns. Hallo, Norman. Hallo. Und der Norman Agubi ist uns ja bekannt. Der ist ja der Buchautor dieses schönen Buches, was ja auch in den Facebook-Gruppen rauf und runter geht. Ne? Und 33 Geheimnisse, die ihn ihre Bank zum Thema Geldanlage nicht verrät. Ja, und das möchte ich nochmal zeigen am Anfang. Hier ist eine sehr schöne Widmung vom Norman. Und es gibt zwei Möglichkeiten, an dieses Buch zu kommen. Einmal kann man das direkt über Amazon bestellen oder direkt über seine Homepage. Da kriegt man das Buch dann auch mit dieser Widmung. Ja, ist dann irgendwie, genau. Beide Links sind hier unter dem Video zu finden. Und jetzt haben wir eine kleine Fragerunde diesmal, und zwar sind das jetzt Leserfragen, die wir gesammelt haben, und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Okay, bist du bereit? Sehr gern. Ja, Leg los. wunderbar. Also, erste Frage: Wie stehst du zum Thema der Pflegeimmobilien? Tolles Thema, wenn man langfristige Sicherheit haben will. Pflegeimmobilien zeichnen sich ja dadurch aus, dass man in der Regel eine Immobilie kauft, das heißt ein kleines Apartment. Und diese Apartments sind zusammen in einem großen Block und dieser Block wiederum wird betreut durch eine Betreibergesellschaft. Das kann die Caritas, andere Gesellschaften sein, auch private. Und in der Regel ist es so, dass dieses Heim für 20 Jahre mieten. Und das bedeutet für den Anleger, dass er dann entsprechend 20 Jahre auch einen gleichen und entsprechend sicheren Betreiber hat, solange, haken wir wieder, dieser Betreiber auch 20 Jahre überlebt. Wenn es halt ein kleiner Betreiber ist, der schlecht wirtschaftet, überlebt er nicht. Und das ist auch das große Problem bei Pflegeimmobilien auf der anderen Seite. Wenn ich einen Betreiber erwische, der nicht überlebt, dann ist es möglicherweise schwierig, einen neuen zu finden, weil ich das ja als einzelner Anleger nicht steuern kann. Man stellt sich vor, ich habe 150 Einheiten da drin, dann muss ich mich mit 150 Eigentümern treffen und 150 Eigentümer müssen bestimmen, wer wird der neue Betreiber. Das ist ein großer Spaß. Wenn man Langeweile hat, kann man da sich ganz doll mit beschäftigen. Aber wenn man einen guten Betreiber hat, dann hat man ein tolles Investment mit einer vernünftigen Verzinsung, die liegen alle so zwischen 5 und 6%. Und dann hat man 20 Jahre Ruhe und muss sich um nichts kümmern. Okay, also man muss ganz genau gucken, wer ist der Betreiber, ja? Das ist genau. Und das ist natürlich teilweise schwer, denke ich mal, für den Privatmann dann herauszufinden, ist das ein guter Betreiber oder ein schlechter. Ja, aber ich denke mal, wenn der schon lange auf dem Markt ist, spricht das ja eher dafür, ne? Genau, also wenn Ja. man sieht, die haben 3, 4, 5, 10, 20 Heime, die sie betreuen, dann ist es sicherlich ein guter Weg, einen guten Betreiber auch zu finden. Ja. Okay. Gehen wir mal über zur nächsten Frage. Es gibt die Drei-Speichen-Regel, ja, und die besagt, man sollte sein Vermögen doch in ein Drittel Land investieren. Dazu zählen auch Immobilien, ein Drittel Handelswaren, also dazu zählen auch Wertpapiere aller Art und ein Drittel Edelmetalle. Was hältst du von dieser Drei-Speichen-Regel? Mir würde etwas Geld fürs Brötchen morgens fehlen. So, das ist mal das eine. Also, man kommt nicht ganz aus mit diesen drei Speichen. Und grundsätzlich ist es eine gute und richtige Idee. Die Idee dahinter heißt Diversifikation, sprich, ich verteile das Geld und das Vermögen auf unterschiedliche Anlageklassen. Und die Anlageklassen sind insofern wichtig, als dass, wenn es zum Beispiel Probleme am Aktienmarkt gibt, also meine Handelsware dann leidet, dann hat das nicht zur Folge, dass automatisch die Immobilien auch leiden oder dass der Preis fürs Gold fällt. Und wenn eben der Preis für die Immobilien fällt, weil vielleicht meine Immobilie nicht perfekt ist oder die Lage ist nicht perfekt, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Und das ist immer wichtig, wenn man über Diversifikation spricht.
dass halt die Märkte, in die man investiert, nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ja? Das ist nochmal eine wichtige Unterscheidung, weil so vor 25 Jahren haben wir auch mal über Diversifikation gesprochen. Da haben wir dann gesagt, okay, wenn Sie jetzt ein Depot haben, dann machen Sie ein bisschen deutsche Aktien, dann machen Sie ein bisschen amerikanische Aktien und dann machen Sie nochmal europäische Aktien. Und dann haben wir geglaubt, dass wir das Geld verteilt haben. Das ist natürlich Unsinn gewesen, weil wenn die amerikanischen Aktien fallen, dann fallen die europäischen und die deutschen gleich hinterher. Ja. Also deswegen unterschiedliche Anlageklassen, die inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, und dann ist es ein guter Weg. Mhm. Okay, ja, gute Antwort. Dann die nächste Frage, ist ein ganz anderes Thema. Was hältst du von der Riester-Rente während... Ja, es kommt noch ein Zusatz. Ja. Riester-Rente während der Ausbildung. Also, okay. Ja. Riester-Rente ist ja auch, ich muss gerade selber mal gucken, im Kapitel 19 des Buches erklärt, was der Unterschied ist zu anderen Anlagenformen. Es gibt natürlich keinen Unterschied zwischen Riester-Rente in der Ausbildung und Riester-Rente kurz vor der eigenen Rente, wenn man meinetwegen schon 60 ist. Das System ist immer das gleiche, sprich, ich zahle vorne Geld ein, ich spare, das wird in irgendeiner Form angelegt, ob auf angeblich sicher oder eben auch im Aktienmarkt. Und ich kriege eine Zulage, das ist sehr nett. Mhm. Und wenn sich das Geld dann entsprechend langfristig vermehrt hat, dann muss ich hinterher diese Rente, die ich ja bekomme, muss ich halt versteuern. Ja. Und wenn man halt das Glück hat, dass man eine gute Geldanlage gefunden hat, wo es hohe Verzinsung gibt, dann muss ich eben auch viel versteuern. Und dieses viele Versteuern führt automatisch dazu, dass ich am Ende mehr Steuern bezahle, als ich vorher an Förderung bekommen habe. Ja. Und das ist einfach ein großes Problem. Und es gibt noch einen zweiten Aspekt, den ich auch in der Gruppe einige Male schon angeführt habe. Wir sind Exportweltmeister oder Zweiter in der Welt. Das heißt, das, was man in Deutschland entwickelt, ist für den Rest der Welt immer interessant. Mhm. Und diese Riester-Rente ist etwas, was wir in Deutschland entwickelt haben, weil es gibt es nirgendwo auf der Welt. Und das Besondere ist halt, ja, niemand hat das übernommen. Und das ist schon erstaunlich, dass wenn unsere Regierung etwas geschaffen hat, was es so bis dato noch nie gegeben hat, und das jetzt als wirkliche kreative Neuerung am Rentenmarkt existiert, dass niemand auf der ganzen Welt von den anderen 7 Milliarden Menschen sagt, das ist so toll, das müssen wir auch machen. Vielleicht gibt es auch in den anderen Regierungen den einen oder anderen, der auch rechnen kann und überlegt, oder auch der Finanzwirtschaft, ob das tatsächlich so eine gute Idee ist. Hm. Und ich bin da skeptisch, dass wenn die Finanzwirtschaft das in 550 Jahren, wo wir Börsenerfahrung haben, noch nicht erfunden hat, dass das eine deutsche Bundesregierung erfinden muss. Ja, ja, ich denke, das ist eine ehrliche Antwort, weil du könntest ja vermutlich die Riester-Verträge auch vertreiben in deinem Finance Center. Ja, ja. Und genau. Du sprichst jetzt ja nicht gerade dafür und denke mal, ja, das ist das. Ja. Auch wir könnten damit Geld verdienen, ja, so wie das andere Vermittler auch tun. Aber wir erzählen eigentlich unseren Kunden das Gleiche und sagen eigentlich, ich mache es nicht, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben 2 Riester-Verträge verkauft. Mhm. Und das war wirklich eine Besonderheit, weil da hat jemand 10 Euro eingezahlt und ich glaube 800 Euro Förderung bekommen. Ja. Das ist schon okay. Das kriege ich mit Aktienfonds nicht hin. Ja, mit vielen Kindern kann es sich vielleicht noch lohnen, oder? Ja. 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 Okay. Guter Hinweis nochmal. Ja. Also, okay. Dann die nächste Frage. Was hältst du von Lebensversicherungen zur Altersvorsorge? Es kommt drauf an, sagt der Jurist. Ja. Nämlich, ob die Lebensversicherung in der Lage ist, Geld zu erwirtschaften oder nicht. Sprich, ist es eine Kapitallebensversicherung, dann glaube ich, dass sie nicht in der Lage ist, das zu tun.
was bei uns im Job dazu geführt hat, dass wir seit 1998 keine Lebensversicherung mehr verkaufen. Das ist jetzt 18 Jahre her. Und erst heute oder dieses Jahr oder letztes Jahr gab es so die ersten, die gemeint haben, ob sich das noch so lohnt, ja, angesichts der Zinsentwicklung. Für mich war das 1998 klar, dass es sich nicht lohnt. Und alles, was in den letzten 18 Jahren passiert ist, hat mich darin bestärkt, dass die Kosten hoch sind, dass die Erträge niedrig sind und dass sie immer niedriger geworden sind. Was sich lohnt, sind halt fondgebundene Lebensversicherungen oder Fondpolicen. Gerade die neuen sind deutlich flexibler geworden als das, was es ganz früher mal gab. Sie sind deutlich billiger geworden in den Kosten. Wir selber bieten die sogar an im Bereich der Nettotarife. Das heißt, wir nehmen die Vertriebskosten sogar noch raus. Dann ist das ein super günstiger Vertrag. Und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, mit über 200 Fonds den ganzen Aktienmarkt der Welt zu bestücken. Plus, ich habe noch ein paar Steuervorteile. Und dann macht das Ganze schon wieder Sinn. Also ich muss es halt immer richtig zusammenbauen und wirklich gut nutzen. Aber kann ich nicht auch einfach selbst einen Aktienfondssparplan nehmen und monatlich besparen anstatt der Lebensversicherung? Ja, das kann ich natürlich tun und das tun wir auch mit Kunden. Meine grundsätzliche Empfehlung ist, wenn du das halt so für 5, 6 Jahre machst, dann machst du das mit einem Depot, mit dem reinen Fondssparplan. Wenn du sagst, das ist für meine Altersvorsorge, ich mache das für 15 oder 20 Jahre, dann macht das mit der Police mehr Sinn. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn du den Fonds irgendwann wechselst und wir betreuen unsere Kunden sehr intensiv dabei und du musst den Fonds irgendwann wechseln, weil es wäre absoluter Zufall, den Fonds zu finden, der für 30 Jahre der beste ist. Das glaubt dir keiner vorher, dass das gelingt. Also die Märkte ändern sich und du wechselst diesen Kurs. Und wenn du halt bei dem normalen Sparplan 50.000 hast und den dann wechselst, dann zahlst du normalerweise bei der Bank wieder einen neuen Ausgabeaufschlag, 2.500 Euro. Wenn du dann bei 100.000 nochmal wechselst, zahlst du nochmal 5.000. Wechselst du bei 200.000, bist du nochmal 10.000 Euro los. Jetzt kann der ein oder andere anwenden und sagen, ja, ich bin bei der Direktbank, ich kriege 80% Rabatt oder vielleicht sogar 100. Erstens, du kriegst meistens nur den Rabatt für den Fonds des Monats, den sie sowieso gerade loswerden wollen und nicht für den guten, den du haben willst. Und zweitens kommt noch ein zweites Problem hinzu, nämlich das Problem der Steuer. Jedes Mal, wenn du den Fonds wechselst, musst du die Steuer bezahlen. Und die ist sofort weg und fehlt dir im Kapitalaufbau. Und bei der Police hast du die Möglichkeit, so oft zu wechseln, wie du willst. Es kostet keine Gebühr und es fällt keine Steuer an. Und das hochgerechnet macht die Kosten, die vorne entstehen, allemal mit. Also der Vertrag ist, wenn du ihn richtig nutzt, sogar deutlich günstiger. Wenn du ihn 30 Jahre einfach nur liegen lässt, dann ist das Depot die bessere Wahl. Ja, wobei ich habe ja jetzt auch gelesen, ETFs schlagen eigentlich auf Dauer auch jeden Fonds. Dann könnte man auch sagen, ich spare einfach in ETFs. Aber da kommt ja auch die Umschichtungsproblematik dann vielleicht wieder zutage, ne? Genau, also es kommt die Umschichtungsproblematik zutage, die Steuerproblematik, die Problematik, ob die ETFs überhaupt, ich sag mal, so sicher sind wie angenommen. Ich habe ja auch in den verschiedenen Gruppen verschiedene kleine Booklets schon geschrieben zum Thema ETF und deren Sicherheit. Da gibt es also einige Punkte, die man so vage ignoriert. Und vielleicht sollte man das nochmal lesen, oder wir machen dazu nochmal ein Special, weil das ist nochmal ein eigenes Thema. Ja, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Da kann man vielleicht noch mal bei Interesse ein extra Video machen. Ja, okay, gut. Dann gehen wir mal über zur nächsten Frage. Wie sieht dein eigener Investmentansatz aus? Gute Frage. Mein Investmentansatz ist natürlich in erster Linie für eine Firma.
Das Zweite ist, dass wir sicherlich auch das einfach tun, was wir unseren Kunden empfehlen. So, sprich, wir haben genauso ein Depot, wir haben aber genauso auch Fondspolicen, mit denen wir unsere eigene Altersvorsorge bedienen. Ich habe genauso eine betriebliche Altersversorgung mit einer Fondspolice, die ich bespare. Wir haben Nachrangdarlehen, die wir unseren Kunden anbieten und die wir auch selber nutzen, um dort beispielsweise Firmengelder auch zu parken und weiter anzulegen. Wir haben verschiedene Immobilien, die wir vermieten. Und insofern machen wir genau den gleichen Mix, den wir mit unseren Kunden machen, auch im eigenen Leben. Was viele uns immer hoch anrechnen, weil dieses, ich sage mal, Wasser predigen, aber selber Wein saufen, ist halt nicht unser Weg, sondern wir machen das alles genau so, wie wir es erzählen. Und wenn es uns gut geht, dann geht es unseren Kunden gut. Wenn es den Kunden gut geht, geht es uns auch gut. Und insofern stehen wir immer alle auf derselben Seite, und haben keine widerstreitenden Interessen. Ja, das klingt gut. Das macht für mich auch mal einen guten Berater aus, wenn man merkt, okay, der investiert auch selber in das, was er auch erzählt, ne? Wenn, ja, also das ist auf jeden Fall okay, eine gute Sache. Gehen wir mal über zur nächsten Frage. Macht es jetzt noch Sinn, einen Bausparvertrag abzuschließen, um sich die niedrigen Zinsen zu sichern? Nein, macht es nicht. War vorher nicht so, ist heute immer noch so. Der Irrglaube, und das ist das, was ich im Buch auch, glaube ich, relativ deutlich erklärt habe, genau in dem Buch, ist, dass halt man verstehen muss, wie dieses System Bausparen funktioniert. Und das funktioniert halt so, dass du einen Teil selber einzahlst und einen Teil als Darlehen bekommst. Und diese Teile sind gleich groß. Und wenn du für das Geld, was du einzahlst, meinetwegen 0,5% bekommst und für das Geld, was du dir leihst, später 2% bezahlen musst, dann bedeutet das, dass du halt viermal so viel bezahlst, wie das, was du bekommst. Und das ist nicht das, wie ein Bausparvertrag verkauft wird. Ja? Verkauft wird er immer andersrum, dass man sagt, guck mal, hier hast du die Garantie, später kostet es 1,99%. Was ist, wenn die Zinsen später bei 5 sind? Und dann hast du jetzt die Sicherheit. Wenn ich den Vertrag einfach abschließen könnte, um später ein Darlehen zu bekommen, wäre das super. Aber ich muss einzahlen, und das vergessen die meisten. Und dieser Hebel zwischen Einzahlen und Auszahlen, der ist halt immer hoch. Deswegen ist der Bausparvertrag für die Bausparkasse gut. Und für die Kunden weniger. Und deswegen haben die Kunden der Bausparkasse immer so kleine Häuser und die Onkels der Bausparkasse haben so große Häuser. Ja, in der Werbung der Bausparkassen sieht das immer so anders aus, dass die dann die Bausparen machen, in dem Riesenhaus sitzen und irgendeiner so ist ganz neidisch daran vorbeifährt und sagt, ach, guck mal, die Spießer und die hätten mal, aber okay. Ja, okay. Klare Meinung. Vielen Dank. Gehen wir mal über zur nächsten Frage. Unterscheiden sich Investmentansätze bei unterschiedlichem Eigen- und Startkapital? Also das heißt, sollte jemand anders investieren, der 10.000 Euro zur Verfügung hat, als jemand, der 500.000 Euro zur Verfügung hat? Ja, und zwar ist da meine Meinung sicherlich noch mal ein bisschen aggressiver, als man das sonst so liest. Weil du hast häufig so eine Situation, dass die Leute sagen, ja, ich habe nur 10.000 Euro oder ich habe nur 20.000 Euro. Und dann sagt man, oh, der hat nur 10.000 Euro, ist vielleicht schon 45 oder 50. Und der muss das dann ganz sicher anlegen, weil er hat nur so wenig. Da muss ich sagen, Entschuldigung, wenn du 50 bist und nur 10.000 Euro hast, dann musst du das nicht sicher anlegen, dann musst du das risikoreich anlegen, weil du hast sonst keine Chance, weil verhungern tust du sowieso. Ja? Du hast nur die Chance, dass du daraus noch etwas ganz Hervorragendes tust und deswegen kannst du eigentlich viel mehr Risiko gehen. Und je mehr Geld jemand hat, ob eine halbe Million oder 5 Millionen, muss
und darf irgendwann nicht mehr so viel Risiko gehen. Mhm. Deswegen sind ja auch gerade so Vermögensverwalter, die eben nur Leute verwalten, die eben eine Million und aufwärts haben, mhm. eben eher an Kapitalerhalt interessiert als ja. an Kapitalmehrung. Ja. Dem, der 10 Millionen hat, dem geht es nicht darum, dass er 30 irgendwann hat, mhm. dem geht es darum, dass er die 10 behält. Mhm. Ja? Mhm. Und dass die anderen Jungs keinen Quatsch machen, dass die Kohle hinterher weg ist. Ja. Ja, okay. Klare Antwort. Die nächste Frage der Leserfragen lautet: Rente aus Papier, also zum Beispiel Riester, Rürup und alles, was aus einem Blatt Papier besteht und was verbunden mit Vertrauen ist, im Vergleich zu einer Rente aus Betongold, also Immobilien und physischem Gold. Was würdest du eher empfehlen? Na, grundsätzlich, so wie das, was wir ganz am Anfang mal hatten, dass man natürlich die Chance nutzt, beides zu machen. Mhm. Und auch das ist etwas, was ich gerade in den Gruppen schon sehr viel publiziert habe, dass wir, und auch dazu gibt es ein kleines Booklet noch vorne in dieser Dateisammlung, dass wir so etwas anbieten und das auch seit vielen Jahren machen mit unseren Kunden. Das nennt sich eben Festzinsfinanzierung mit Tilgungsaussetzung. Okay. Das heißt, die Leute kaufen beispielsweise sich eine Immobilie, haben den Wert der Immobilie, haben die Wertsteigerung, haben die Möglichkeiten, sehr hohes Fremdkapital zu nutzen, eine sehr gute Eigenkapitalrendite damit zu erzielen. Und wenn ich es dann optimal schaffe, dass ich die Finanzierung so gestalte, dass die Tilgung wiederum in einer Fondspolice läuft, mhm. dass ich die Tilgung quasi ansparen kann im Aktienfondsbereich, mhm. Dann habe ich halt die Möglichkeit, das eine mit dem anderen zu verbinden. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass ich halt auch wieder breiter aufgestellt bin, dass sowohl die Aktien laufen als eben auch die Immobilien und ich quasi den Vorteil aus beiden Systemen nutzen kann. Okay, also wieder der Diversifikationsansatz. Ja. Genau. Schweres ja. Wort, ja. Ja. Okay, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Die Frage wurde aber auch gestellt, das ist ja im Moment in aller Munde. Was hältst du von MLM, also Multilevel Marketing? Und kannst du dir vorstellen, ein eigenes MLM-System aufzubauen? Es gibt halt viele, die wie in anderen Bereichen auch oder wie man das im Bereich Online-Marketing im Moment erlebt, es ist ein riesiger Hype. Jeder macht irgendetwas, versucht dem schnellen Geld hinterherzulaufen und vergisst einfach das Arbeiten. Mhm. So. Und auch das ist sicherlich im Bereich Multilevel-Marketing ganz wesentlich. Das heißt, ich kann es nutzen, aber ich muss unglaublich viel arbeiten. Mhm. Und wenn ich unglaublich viel gearbeitet habe und wenn ich es geschafft habe, dass mir 10, 20, 50, 500.000 Leute folgen und mit mir zusammenarbeiten, dann kann ich irgendwann auch sehr gutes Geld verdienen. Erstaunlich ist halt, dass diese Systeme immer wieder zusammenbrechen, dass Strukturen immer wieder zusammenbrechen und dass selbst Gruppen, die 500 oder 1000 Leute umfasst haben, innerhalb von einem halben Jahr komplett zusammenbrechen und dann am Ende nichts mehr da ist. So. Ja. Das hat aber weniger was mit dem System Multilevel-Marketing zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass, wenn ich das mal mit einer normalen Firma vergleiche wie Siemens, wo ich irgendwann Abteilungsdirektor bin und 1000 Leute unter mir habe, dann habe ich eben eine langjährige Ausbildung und ich habe Führungserfahrung und ich werde auch als Führungskraft geschult und ausgebildet und ich lerne was über Mitarbeitermotivation und Führung. So. Und ich habe Unterstützung in der Personalabteilung und. Und das habe ich als Direktor eines MLM-Vertriebes nicht. Da habe ich auch 1000 Leute. Ich habe keine Personalleitung. Ich habe gar nichts. Muss nur verkaufen, verkaufen, verkaufen. Mach Motivation, Motivation. Und
Wenn ich es schaffe, die Strukturen zu halten, ist das ein super Weg. Aber das ist eben der Knackpunkt. Und ganz ehrlich, mein Weg ist es nicht. Ja. Wir haben vor 12, 13 Jahren mal das Gegenteil gemacht. Ich hatte eine Zeit lang ein Franchise-System hier. Wir hatten 7 Büros in und um Hamburg mit verschiedenen hochqualifizierten Mitarbeitern. Und ich habe das 2003 komplett gestoppt, habe die Büros den Mitarbeitern übertragen oder geschlossen. Und wir arbeiten heute aus einem Büro heraus und machen heute ein liebes, nettes, kleines Familienunternehmen, was seit 30 Jahren am Markt ist. Und heute hat jeder Kunde bei uns Chefbetreuung. Und insofern gehen wir gerade einen komplett anderen Weg seit 10 Jahren. Ohne dass ich das andere verteufle oder sage, dass das nicht funktioniert und nicht gut ist. Jeder muss das machen, was für ihn sich gut anfühlt. Und meins ist mehr das Individuelle, der Kleine, und für die anderen ist halt die große Party besser. Okay, ja, das war eine diplomatische Antwort. Ich glaube, damit hat sich auch die nächste Frage schon beantwortet. Da ging es darum, wie kann man LMM nutzen, um als Investor kurzfristig, also innerhalb eines Jahres, ohne Eigenkapital und ohne Zeit zu investieren und ohne Leute zu anzuwerben und ohne was zu verkaufen, möglichst viel Eigenkapital aufzubauen. Ne? Ja, ja, genau. Also das widerspricht sich halt komplett. Ja, geht ja irgendwie nicht dann. Ne? Es ist kein System, was für ein Jahr läuft. Es ist kein System, wo du keine Arbeit reinmachen musst. Es ist eigentlich ein System, wo du wirklich verkaufen lernst. Und wo du immer am Ball bleiben musst, immer aktiv sein musst. Dann funktioniert das, aber für kurzfrist und ohne Arbeit, nicht ohne Eigenkapital, ja. Aber nicht ohne Arbeit und nicht ohne Zeit. Ja. Man muss, glaube ich, auch sehr viel netzwerken und auf Leute zugehen. Ne? Ja. Ja, okay. Ja. Gut, gehen wir mal über. Was ist denn mit Verlusten? Also, was sollte man tun, wenn man jetzt in einer Geldanlage, ja, das gibt es bei euch wahrscheinlich gar nicht. Doch, gibt es überall. Was sollte man tun, wenn man bei einer Geldanlage jetzt Buchverluste hat? Also man hat noch nicht verkauft, man stellt fest, ich habe Buchverluste. Was meinst du generell? Sollte man das aussitzen? Sollte man nachkaufen sogar? Oder sollte man dann besser verkaufen? Das ist jetzt natürlich sehr allgemein, aber ne, so. Also wir haben immer die Situation, dass natürlich Kunden sagen, gerade wenn es neue Kunden sind, kommen schon mit einem Depot, da sind egal, 30.000, 50.000 Euro drin, ja, und sagen dann, Mensch, ja, über den und den Fonds können wir reden, über die anderen beiden bitte nicht, weil das waren mal 40.000, sind jetzt nur noch 20. Ja. Wir müssen erst warten, bis das wieder 40 sind, dann verkauft. Ja, ja. Und das ist so der Moment, wo ich dann immer sage, wissen Sie, das macht jetzt keinen Sinn. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Weil die 20, die Sie jetzt haben, um die müssen Sie sich jetzt kümmern. Du musst jetzt wissen, was ist ab heute, wo man zusammensitzt, was ist ab heute für diese 20.000 Euro das Beste. Und wenn ich feststelle, das ist Fonds A, dann muss ich Fonds A machen. Und wenn ich feststelle, lieber Fonds B, mache ich Fonds B. Aber es nützt mir gar nichts, festzustellen, dass im Fonds C es früher mal 40 waren. Weil die 20, die du heute hast, die wissen das nicht, dass sie mal 40 waren. So, ja, die wissen das nicht. Die sagen, ich bin jetzt 20 und jetzt kümmerst du dich bitte um mich. Ja? Und deswegen musst du auch das tun. Es ist völlig egal, ob das früher 2.000 oder 200.000 waren. So, das ist jetzt völlig egal. Du musst jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, was mache ich ab jetzt mit dem Geld, was ich jetzt habe. Und wenn mein alter Fonds jetzt im Aufwind ist, jetzt eine gute Entwicklung macht, jetzt im richtigen Markt investiert ist, okay, machen wir weiter. Und dann beobachten wir ihn so lange, wie er dieses positive Ergebnis weiter fortsetzt. Aber wenn er das nicht mehr tut, oder auch in den letzten Monaten nicht getan hat, dann macht es auch Sinn zu verkaufen. Ja. Und das ist diese Betrachtung für jetzt. Was ist für jetzt im Moment das Wichtige?
und nicht danach zu gucken, wo komme ich her. Ja? Ja, ich glaube, das ist echt Kopfsache, ne? Das ist Ja, sehr, genau. sehr psychisch schwierig für Leute dann, also sich das einzugestehen, ne? Und Ja, ja, das das ist, ist so. ja. Und wenn man sich vorstellt, ich gebe dir ein anderes Beispiel, wenn man sich vorstellt, du hast 1 Million. Die Frage ist, fühlst du dich arm oder reich? Wenn du bisher unter der Brücke geschlafen hast, dann denkst du, oh, du bist jetzt reich. Wenn du Warren Buffett bist und jetzt nur noch 1 Million hast, dann fühlst du dich hundeelend, weil du sagst, ich war noch nie so arm, seit ich 16 bin. Und wie kann das angehen? Na, ich glaube, er war irgendwie 19 oder so, als er die letzte Million hatte. Ja, okay. Ja, aber das kommt eben auch immer auf das Verhältnis an. Ja. Und deswegen ist es für die 1 Million auch wichtig, was mache ich jetzt damit? So, ja, und wie mehre ich die? Und wenn ich eben nicht das richtige Mindset habe, weil ich gar nicht weiß, was man mit diesem Geld macht, und das passiert ja den Lottomillionären regelmäßig, sind sie halt ein Jahr später wieder arm. Ja, weil sie nicht wissen, was sie damit tun. Ja. Und wenn du dich um dein Geld genauso kümmerst und du weißt nicht, was du tust, dann geht es halt weiter nach unten. Und deswegen musst du eine andere Idee haben und dich positiv für dein Geld entscheiden und zu sagen, okay, was kann ich jetzt damit tun, damit sich jetzt das Geld weiter vermehrt. Ja, ich sehe schon, wir könnten auch schon eine eigene Episode noch über das Thema Mindset machen. Ich glaube, da hast du auch eine ganze Menge zu sagen, ne? Ja, genau. Die eine Frage gibt es hier noch, die dich persönlich betrifft. Du bist ja relativ oft auch auf Facebook unterwegs, beantwortest sehr viele Fragen, auch dort, auch in den Gruppen. Wie schaffst du das alles? Du bist selbstständig. Wie schaffst du das alles zeitlich unter einen Hut zu bringen? Schläfst du nur 5 Stunden die Nacht oder wie machst du das? Nein, die letzte Woche habe ich tatsächlich, ich glaube, maximal 5 Stunden geschlafen, weil meine Frau ja gerade in Kenia war, das hatte ich ja auch einigen erzählt, und sich dort um unser Kinderhaus gekümmert hat. Und insofern habe ich dann tatsächlich in den Facebook-Gruppen teilweise bis morgens um 1:30 irgendwelche Fragen noch beantwortet und über Bausparverträge und Ähnliches gesprochen. Nein, im Normalfall ist es schon so, dass es ein bisschen natürlich nebenbei läuft und die Leerzeiten, die mal zwischen 2 Terminen sind oder zwischen verschiedenen Telefonaten, nutze ich dann, um eben auch solche Fragen zu beantworten, weil, das muss ich einfach auch ganz persönlich sagen, sind halt die verschiedenen Gruppen, ob das jetzt die RDG-Gruppe ist oder Immobilieninvestment oder auch die von dem Thomas Knedel, sind ja alles Gruppen, da sind wirklich Leute, die haben Lust. So. Und sich mit Geldanlage zu beschäftigen, sich mit Immobilien zu beschäftigen, mit Finanzfragen zu beschäftigen. Und bitte, was gibt es für einen Anlageberater Schöneres, als sich Menschen zu unterhalten, die wirklich Lust haben an diesem Thema? So. Und insofern gebe ich halt sicherlich vieles an Informationen daraus und beantworte viele, viele Fragen. Aber auch das ist jetzt nicht nur Arbeit, sondern es ist auch wirklich Spaß und Freude zu sehen, wie gut das und wie gerne und ja, würde ich sagen, mit wie viel Liebe das wieder angenommen wird. Ja, also ich denke, das zeigt auch, dass du es wirklich gerne machst, weil wenn du jetzt jede freie Minute dazu nutzen würdest, irgendwas anderes zu machen, dann ist es halt was anderes, als wenn jemand auch noch in seiner freien Zeit zwischen Terminen da freiwillig noch Fragen beantwortet, also super gut, und dann sogar noch so ein Buch schreibt. Ja, und das ist jetzt auch durchaus ein Zeichen von der Motivation. Ja, dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, jetzt geht es darum, für wie wahrscheinlich hältst du einen Crash in Zukunft an den Finanzmärkten? Ja, sehr schöne Frage. Ich habe ja letzte Woche, nein, vorletzte Woche ist es jetzt schon gewesen, am 8. November, je nachdem, wann man es schaut. Also, am 8. November hatten wir ein tolles Seminar für unsere Kunden organisiert mit Professor Max Otte. Der Ja, Crash-Prophet, ja. genau, der Ja. Crash-Prophet. Und Ja. insofern hatte ich gerade den richtigen Ja.
bei mir, um mich für uns, für unsere Kunden damit auseinanderzusetzen, zu sagen, was passiert eigentlich im Moment an den Börsen und wie funktioniert das Ganze und worauf muss man achten. Und da sind da über viele Themen natürlich nicht nur drüber hinweggegangen, sondern auch wirklich tief eingestiegen, haben mal die politische Situation natürlich auch beleuchtet. Und sein Credo, und das entspricht auch meinem, ist eigentlich im Moment zu sagen, ist alles relativ ruhig und relativ gut. Wir sehen, und das konnte er auch bestätigen, und das konnte er auch mit Zahlen, Daten und Fakten bestätigen, dass halt der Markt nicht überreagiert ist, dass er nicht besonders teuer ist, dass die Aktien nicht besonders teuer sind. Also insofern kann Crash ja immer sein. Aber nicht so in der Form, dass man sagt, wir sind gerade überhitzt und ein Crash steht bevor. Und selbst wenn es so sein sollte, wir hatten es gerade durch die US-Wahl, die am gleichen Tag stattgefunden hat, das war ein sehr, sehr spannender Abend, hat man eben gesehen, dass es zwar wieder Nervositäten geschaffen hat, aber die waren dann in 3 Tagen auch schon wieder erledigt. Und alles hat wieder gesagt, okay, ist so, machen wir jetzt weiter. Ja, okay. Und das ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen die Tendenz. Also große Verwerfungen sind dann nicht zu sehen. Und ansonsten heißt das eben wachsam bleiben, grundsätzlich. Deswegen, wir haben mit unseren Kunden eh ein etwas besonderes System. Ja, wir kontrollieren bei uns die Fonds unserer Kunden mittlerweile jede Woche. Und jeder Kunde kriegt jede Woche darüber eine Info, ob das alles noch so läuft oder ob wir was tun müssen. Das ist sehr intensiv, das ist sehr individuell betreut. Aber das führt eben auch dazu, und das hat eben in den letzten Jahren, wir machen das auch schon über 10 Jahre so, eben auch dazu geführt, dass wir toi 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 die ganzen großen Crashes nicht mitgemacht haben, inklusive auch der Lehman-Pleite. Oh. Ja, super. Das spricht ja wieder für euch. Okay. Und deswegen dürfen wir noch halb in die Straße gehen und werden nicht mit sein. Ja. So. Ja, ja, das ist schon wichtig, gerade wenn man in so einem kleinen Ort arbeitet, wie wir das hier tun. Ja. Und wirklich ja auch viele, viele Kunden vor Ort hat, da ist es schon wichtig, dass wenn man dann morgens aus der Tür geht oder abends, dass man halt Leute trifft, mit denen man eben seit vielen, vielen Jahren auch arbeitet und deren Geld eben vermehrt worden ist. Was nicht heißt, dass es nicht den einen oder anderen Aktienfonds gibt, der zwischendurch auch mal fällt. Das darf der auch. Aber es darf eben nicht so auf lange Sicht sein und es darf auch nicht so, so doll sein. Ja. Ja. Und wenn man es eben wöchentlich kontrolliert, dann passiert es eben auch nicht, dass das irgendwie 30 oder 40 oder 50% abstürzt. Ja. Das ist einfach, okay, auch vielleicht muss man das an der Stelle nochmal sagen, das ist nicht, weil wir schlauer sind als die Welt. Ja? Das hat einfach was mit Handwerk zu tun und mit Fleiß. So, und das ist so das, was sich bei uns immer wieder wiederholt und auch bei mir wiederholt, dass das, was man so macht und was man machen kann, eben nicht Zauberei ist, sondern es ist einfach Handwerk. So, und wenn man das immer wieder tut, dann kommt da auch einfach ein vernünftiges Ergebnis bei raus. Ja, nicht super toll und eine Verfünffachung jedes Jahr, aber deswegen sind eben Renditen, wie sie viele haben wollen, von 5, 6, 7, 8% eben dann auch keine Utopie, sondern dann eben auch nachhaltig umsetzbar. Ja, okay. Also wir sind mit unserem Fragenkatalog, wir hatten jetzt doch ein paar hier gesammelt, sind jetzt durch. Wie gesagt, wer weitere Informationen möchte, der kann hier gerne unter dem Video in der Beschreibung zu deiner Homepage finden. Ja, da geht es auch zu der Homepage nochmal von Wirtschaft verstehen. Da geht es auch direkt zu dem Link, wo es das Buch gibt. Wie gesagt, einmal direkt über deine Seite mit Autogramm oder halt über Amazon. Ja, und das sind die zwei Möglichkeiten, das Buch zu bestellen. Über deine Seite kostet es dann wie viel mehr? 2,40 Euro. 2,40 mehr, genau.
Und wer sagt, nee, braucht kein Autogramm, der Norman soll seine Hand schonen, der kann auch direkt über Amazon bestellen. Genau, er kann Ja. das auch oder man Ja. kann es eben auch Im Buchhandel, ja. natürlich über alle anderen, aber Ja. Amazon ist halt der beste, einfachste und Ja. schnellste Weg dann. Und wie gesagt, wir müssen eine separate Briefmarke draufgeben. Ja. Die Briefumschläge haben wir extra Ja. herstellen lassen für den Versand des Ja. Ja. Buches. Und insofern kommen bei uns diese 2,40 € dazu. Okay, dann bedanke ich mich für dieses nette Gerne. Gespräch. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, die Fragen sind umfangreich beantwortet worden. Und Ja, vielen Dank für die, die sich darum gekümmert haben, ja. Fragen zu stellen. Ja. Ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Fein. Tschüss. Bis dann.